In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit am Freitag innerhalb von 24 Stunden 2531 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Gleichzeitig registrierte das BAG 15 neue Todesfälle und 111 Spitalentweisungen. Am gleichen Tag vor einer Woche hatte das BAG noch Meldungen über 17.663 bestätigte Neuinfektionen, 89 Spitalentritte und 10 Todesfälle erhalten. Damit sind die Fallzahlen innerhalb Wochenfrist um 42,3% gestiegen. Die Spitalentweisungen nahmen im Vergleich zur Vorwoche um 24,7% zu. Aktuell befinden sich in den Spitälern insgesamt 650 Personen in Intensivpflege. Die Auslastung der Intensivstationen beträgt zurzeit 76,00%. 15,90% der verfügbaren Betten werden von Covid-19-Patienten belegt. Schweizer Seilbahnen erholen sich weiter. Nach dem gelungenen Start in die Wintersaison 2021-22 und erfolgreichen ersten Wochen im 2022 können sich die Schweizer Bergbahnen auch über einen gelungenen Februar freuen. Der Verband Seilbahnen Schweiz hat im zweiten Monat des Jahres bei den Erstantritten ein Plus von 27% und beim Umsatz landesweit ein Plus von 37% gegenüber der letzten Saison verzeichnet. Der Februar war geprägt von der weitgehenden Aufhebung der Corona-Maßnahmen. Am 17. Februar fiel die Zertifikatspflicht in Gastrobetrieben. Das hätten die Kunden in den Skigebieten sehr zu schätzen gewusst, teilte der Verband am Freitag mit. Seilbahnen Schweiz habe entsprechend die Kapazitätsbeschränkung bei Großgendeln aufgehoben. Österreich hebt Corona-Beschränkungen weitgehend auf. Österreich hebt am Samstag seine Corona-Beschränkungen weitgehend auf. Unter anderem können Menschen wieder ohne Impf- oder Testnachweis Hotels, Gaststätten und Bars besuchen. Auch die allgemeine nächtliche Sperrstunde wird aufgehoben. Bei Veranstaltungen entfallen die Besucherobergrenzen. Die Pflicht, eine FFP2-Maske zu tragen, wird unter anderem auf Krankenhäuser, öffentliche Verkehrsmittel und die Kundenbereiche lebensnotwendiger Geschäfte beschränkt. Österreichs Regierung verfolgt ihre Lockerungspolitik, obwohl die Corona-Ampel derzeit in allen Bundesländern auf Rot steht. Das bedeutet, dass ein hohes Verbreitungsrisiko sowie ein hohes Risiko für eine Überlastung des Gesundheitssystems besteht. Bereits vor zwei Wochen wurden die Einreiseregeln gelockert. Für die Besucher der Alpenrepublik gilt nun die 3G-Regel. Einreisende müssen also geimpft oder genesen oder getestet sein. Die Ereignisse des Tages in der Übersicht. Das Wichtigste in Kürze: Österreich hebt am Samstag seine Corona-Beschränkungen weitgehend auf. Das BAG meldet 25.131 Neuinfektionen bei 60.089 Tests. 15 Personen starben an Covid, 111 wurden hospitalisiert. Vor Beginn der Paralympischen Winterspiele in Peking sind erneut 4 Corona-Fälle festgestellt worden. In Deutschland meldet das Robert-Koch-Institut zum zweiten Tag in Folge einen Anstieg der bundesweiten 7-Tage-Inzidenz. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat den Corona-Impfstoff von Moderna für Kinder von 6 bis 11 Jahren freigegeben. Mehr Anzeigen.